Bei GreenTech sind wir immer wieder auf der Suche nach Menschen, die durch Innovation und Technik die Welt verändern wollen. Und einen solchen Herrn treffen wir heute in Bruck an der Großglockner Hochalpenstraße. Und man darf gespannt sein, wie er sein Unternehmen umgebaut hat. Markus ist heute im Pinzgau unterwegs. Am Fuße des Großglockners fährt er mit seinem E-Auto zum Sägewerk Hermann und Müller. Was auf den ersten Blick wie ein normales Sägewerk aussieht, ist aber ein absoluter GreenTech-Betrieb. Hier wird seit Jahrzehnten eigener, sauberer Strom aus unterschiedlichsten Quellen gewonnen. Dazu kommen wir aber etwas später. Herr Bay, ich habe ja schon erwähnt, dass wir immer wieder auf der Suche bei Salzburger TV sind nach Menschen, die die Welt nachhaltig verändern wollen. Aber zuerst möchte ich mal wissen, was macht denn Ihre Firma eigentlich ganz genau? Naja, Hermann und Müller ist ein kleiner Multi, wenn man so sagen will. Wir haben ein Sägewerk. Mhm. Wir befinden uns hier gerade im Holzfachmarkt, also ähnlich wie Baumarkt, aber eher konzentriert auf alle Produkte rund ums Holz herum. Mhm. Dann haben wir noch einen florierenden Handel mit Holzprodukten, sowohl zugekaufte wie auch selbstproduzierte. Und ein Sägewerk, das etwa 35.000 Meter vorwiegend Lärche schneidet. Können wir uns das Sägewerk mal anschauen? Das Sägewerk, ja? Können wir uns anschauen. Wunderbar, ich mag ja das, wenn die Funken so richtig fliegen, aber wobei im Sägewerk ein bisschen suboptimal. Ja, Funken sollten im Sägewerk möglichst keine fliegen. Damit geht es für die beiden raus aus dem Fachmarkt, quer über den Hof und rein ins Sägewerk. Hier wird es etwas lauter. Herr Bayer, wie funktioniert jetzt eigentlich so ein Sägewerk? Vorne kommt der Baum rein, hinten kommt das Spreidel aus, oder? So in etwa, ja, genau. Wir haben also zwei Sägelinien. Hier am Gatter kommt der Baum hier hinten rein, haben wir gerade schon gesehen. Es wird in diesem Fall jetzt der Baum aufgeschnitten und die Bretter, die dann herauskommen werden, im Anschluss da hinten noch die Waldkante links und rechts weggeschnitten, das nennt man Besäumen. Auf der Bandsäge, das ist die zweite Linie, wird immer nur ein Stamm, Schnitt für Schnitt, immer nur ein Schnitt gleichzeitig aufgearbeitet. Und hinterher passiert dann das Gleiche wie mit der Brettware vom Gatter, seitlich die Kante wegschneiden. Und jetzt, wenn man dacht, vorn kommt die Lärche rein und hinten geht das Eiche raus. Die Kunst des Sägers besteht darin, aus dem teuren Rohmaterial möglichst viel Ausbeute zu gewinnen. Das heißt, möglichst viel schöne Ware herauszuschneiden. Der Rest, der nicht verwertbar ist für Bretter, wird dann in kleine Stücke gehackt und geht dann in die Heizwerke. Zum Beispiel auch ins Heizwerk der Salzburg, ne? Wir haben ja hier ein Heizwerk am Gelände, das beliefern wir mit Restholz. Wunderbar. Ja, dann gehen wir weiter, oder? Und da oben ist die PV-Anlage, oder? Da ist sie oben, ja. Wie Markus gleich erfahren wird, ist die große Photovoltaikanlage am Dach aber nicht die einzige grüne Stromquelle für den Betrieb. Doch irgendwie kommt am Weg dorthin der Spitzbub in Markus durch. Und mittlerweile habe ich auch etwas gefunden, das auch elektrisch geht. Und da sind wir schon wieder nachhaltig unterwegs. Sensationell. Wenn euch die grüne Energie bei Hermann und Müller gefällt, dann gebt uns euren Daumen nach oben auf das Video und abonniert unseren YouTube-Kanal. Besser wie am Roberti-Kirtag, möchte ich nur sagen. Genial. Danke. Herr Bay, jetzt haben wir ja sehr viel schon gesehen bei Ihnen, aber um die Nachhaltigkeit gegangen sind wir jetzt noch ein bisschen. Wie können wir die jetzt spüren bei Ihnen? Was haben Sie da alles gebaut? Wie schaut Nachhaltigkeit bei Ihnen im Unternehmen aus? Naja, wir betreiben schon seit über 100 Jahren zwei Wasserkraftwerke, Kleinwasserkraftwerke. Plus haben wir jetzt gemeinsam mit der Salzburg AG Photovoltaik in der Größenordnung von 500 kW Peak installiert auf drei Dächern hier im Werk. Und wir erzeugen
in guter Wasserlage, also bei gutem Wasserangebot im Sommer etwa 1 Megawatt Kleinwasserkraftstrom und etwa im Jahr, ja auch je nach Wetterung natürlich, etwa eine 500.000 Kilowattstunden Photovoltaikstrom. Und diesen gesamten Strom brauchen Sie für Ihr Unternehmen oder bleibt ein bisschen was über? Es bleibt Gott sei Dank einiges über, was wir ins Netz der Salzburg AG einspeisen können. Aber man kann sagen, dass etwa die Größenordnung, wenn die Photovoltaikanlage optimal arbeitet, dass etwa diese Größenordnung an Strom hier selbst verbraucht wird. Die Wasserkraft könnten wir jetzt zum Beispiel um die Mittagszeit, wie im Augenblick, könnten wir voll ins Netz einspeisen. So ein Wasserkraftwerk würde ich da gerne besuchen. Ja, gerne. Da treffen Sie dann einen Kollegen, der Sie da durchführen wird. Wunderbar. Herr Bayer, herzlichen Dank. Danke auch. Bis zum nächsten Mal, gell? Wiederschauen. Wiederschauen. Und jetzt wird es bei uns nochmal spannend. Jetzt schauen wir uns ein Kleinwasserkraftwerk an. Die großen von der Salzburger, die kennen wir mittlerweile. Jetzt wird es eine Spur kleiner. Dafür geht es für Markus voll elektrisch mit dem Auto von Bruck Richtung Fusch. Hier trifft er Dieter Unterfrauner. Es ist so richtig gemütlich bei dir. Hinten wird gefischt, ne? Ja, so wie es sein soll. Schönes Wasser haben wir. Eine Fischtreppe haben wir, alles da. Wo sind wir jetzt ganz genau? Wir sind hier am Kraftwerk 1, der Fuscherache, der Firma Hermann und Müller. Wir haben deren 2 in Verwendung und erzeugen so ökologische Energie in der Größenordnung von fast 6 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Was ich jetzt sehr sensationell finde, ist, unweit von diesem Kraftwerk, wo wir jetzt sind, von Eich, ist ja das Bärenwerk von der Salzburg. Würde bedeuten, dass man ja in dieser Region sehr, sehr viel Strom eigentlich bekommt, ne? Bruck wurde durch das Kraftwerk Hermann und Müller elektrifiziert. Okay. Das heißt also, wenn man reinschaut jetzt in die Annalen, dann waren die ersten Strombezieher, war die Pfarre zu Bruck und das Sägewerk Hermann und Müller. Jetzt erklären Sie mal, wie funktioniert das Ganze jetzt bei euch? Wir befinden uns also da am Einlaufbauwerk, das also einen kleinen Stau hat. Es gibt da dieses Wehr, das sozusagen den Stauspiegel geringfügig anhebt. Und dort drüben sieht man, wo also da diese Eisenstäbe reingehen. Da geht dann das Wasser unterirdisch weg und kommt dort vorne in dem kleinen Holzbauwerk in die eigentliche Druckrohrleitung. Im Krafthaus unten, was passiert jetzt dann ganz genau? Das Krafthaus sitzt also da jetzt grob 700 Meter weiter flussabwärts und dort ist die eigentliche Turbine eingebaut. Und dort wird dann über einen Generator jetzt an die Strom erzeugt. Bei Hermann und Müller wird aber nicht nur auf sauberen Strom, sondern auch auf ein ökologisches Umfeld großer Wert gelegt. So hat man hier vor rund 30 Jahren bei diesem Kleinkraftwerk eine der ersten Fischaufstiegshilfen im Bundesland errichtet. Man sieht, das ist eine Beckenstruktur, wo das Wasser vom oberen Stauraumbereich in den Unterarm einmündet. Das, was ganz interessant ist, also in dem Bereich des Flusses sind hauptsächlich Bachforelle, die heimische Regenbogenforelle, die eingesetzt wurde ursprünglich einmal. Und der Saibling, Bachsaibling unterwegs. Das, was sehr, sehr interessant ist, es ist auch die Koppe hier in den Becken zu Hause. Also wirklich ein Zeichen, Ökologie, es funktioniert. Es weiß ich ja mittlerweile, dass ja diese Fischtreppe ja eine der ersten in Salzburg gewesen ist oder das Vorgängermodell. Aber warum seid ihr eigentlich als Firma so umweltbewusst, so ökologisch unterwegs? Weil wir Gott sei Dank einen Eigentümer haben, der immer schon sehr auf Ökologie geachtet hat. Und das erfordert ja auch beträchtliche finanzielle Mittel. Aber es war ihm immer schon wichtig, also, dass das im Einklang mit der Natur stattfindet. Das merkt man nicht nur bei der Fischaufstiegshilfe, sondern im gesamten Vorzeigebetrieb. Modern, nachhaltig und innovativ Richtung Zukunft zu gehen, das ist auch das Motto des Greentech-Unternehmens Salzburg AG. Während ich jetzt noch den Tag in Pinzgau genieße, wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem laufenden Programm von Salzburg AG TV.